Es ist vor allem der alte Dorfkern in Sandermatt, den ich sehr schön finde. Also, wo man wirklich auch noch das alte Dorf erahnt und das alte Dorf fühlt mit den alten Bodenbelägen und alten Gebäuden, Fassaden und so, die jetzt doch auch durchaus noch recht gepflegt werden. Und das gibt wirklich so richtig die schöne Bergdorfstimmung. Es ist sicher viel gegangen in den letzten Jahren. Mit dem ganzen Resort draussen, mit dem Jedi, jetzt Radisson Blue. Und auch im Dorf innen sieht man, dass es einen Aufschwung gegeben hat. Es sind viele Häuser renoviert. Also es ist ein schönes Dorfbild, würde ich jetzt. Oder mir gefällt es. Wenn jemand kommt und sagt, Andermatt ist ein künstlicher Ort, würde ich sagen Bullshit. Weil das ist es nicht. Andermatt ist sehr alt und hat lange Traditionen. Es gibt sehr wohl viele neue Gebäude, die sich aber in dem Spirit von Andermatt einfügen. Ich glaube, Architektur ist ein wichtiger Spiegel für Kultur. Und im Moment muss ich sagen, ist Andermatt so schön, wie ich es eigentlich in meiner ganzen Kindheit nicht gesehen habe. Patricia und ich haben drei Buben. Der älteste Sohn, Zwilling, ist behindert im Rollstuhl. Wir machen sehr viel und sehr gerne Familienferien. Wir binden die Jungs einbinden. Wir müssen natürlich auch etwas bieten, wo das etwas läuft. Skifahren mit diesem behinderten Kind, dem Jonas, haben wir natürlich auch gerne in Andermatt gemacht. Wir sind in einer anderen Skidestination, wo man das hat, wo es die Dual Ski gibt. Wir haben gefragt, ob wir das im Nature dürfen betreiben. Vor 10 Jahren haben wir das gestartet und wir sind sehr gut aufgenommen worden von den Andermattner Pisten, Fachleuten, mit den Betreuern der Skianlagen. Wir dürfen den Ski Bob, den Dual Ski, hier deponieren. Meine Kinder sagen immer, mein Skifahrerstil ist eine Stunde Skifahren, eine Stunde Kaffee trinken. Also ich bin mehr ein gemütlicher Skifahrer. Und Freiriden tue ich eigentlich nicht, aber ich bin sehr gerne im Gemstock. Aber mit dem Kind oder im Frühling mit Sündeln ist natürlich der Nätsche mit der Verbindung zum Oberalp sehr rund, fantastisch. Also ein Unternehmer mit 35-40 Festangestellten, da ist die Erholung am Wochenende sehr wichtig, dass die stattfindet, weil die Zeit dazu ist beschränkt. Da sucht man sich natürlich eine Erholung im Höchsten vom Möglichen. Und das ist natürlich die Jetty zum Beispiel 1A. Ein grosser Punkt, würde ich noch sagen, wenn man ein behindertes Kind hat. Ein behindertes Kind gibt ganz, ganz viel. Was die behinderten Kinder geben können, das ist Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit, die tut einen beflügeln.
Okay, guten Morgen zusammen. Dann starten wir mit den Baustellen. Seit dem Anfalt, heute dem Montag, 12. November. Als ich das Gipsengeschäft gegründet habe, war ich einmal Betrieb. Und dann habe ich gedacht oder gesagt, entweder bleibe ich einmal Betrieb oder mindestens 20 Festangestellte. Etwas zwischendrin gibt es nicht. Willst du etwas mehr Leute haben? Nein, meinte ich so, Soll es gehen, ja. Okay, dann stellen wir euch auf. Viele mussten weg, weil keine Arbeit mehr oben war. Bauunternehmer hatten nicht mehr so viel Arbeit gehabt. Baugeschäfte sind runtergegangen, abgegangen. Wir haben gedacht, ja, wenn da alle abgeht, wieso kann es ja nicht sein? So eine schöne Gegend, so ein schönes Gebiet. Es ist noch, wir wollen es noch mehr ab. Andermatt is growing. Any place that has people investing, young people returning, more people living here and more people working here, automatically grows. Also wenn da müssen wir schöne Fotos machen. Perfekt. Die Decke im Redisen Blue hat ganz viele technische Sachen integriert, wie die Akustik, die Lüftung, die indirekte Beleuchtung. Schön, ne? In der kurzen Zeit, wo der Investor alle Handwerke auf einen Punkt bringen will, braucht es ganz viele Fachleute. Wir waren voll begeistert, als die Idee aufgekommen ist von Sami Saviris. Und wir konnten uns dort einbringen. Das Radisson ist gerade Eingangstal. Das ist das zweite Hotel aus dem Saviris-Projekt. Das Opening findet nächste Woche statt. Von außen sieht es schön aus, es ist sehr gross. Das sind Veränderungen, die man sehr stark merkt. Und das sind auch Veränderungen, die ich von Leuten höre, die schon lange nicht mehr da waren, die wieder eins auf andere Mal kommen und sagen, boah, da ist etwas abgegangen, da ist etwas gelaufen. Also das bleibt so, also an der Andermatt bleibt sich selber schon durchaus im Kern treu, obwohl es natürlich auch rundum sehr stark wächst. We never wanted to do a separate town or a separate project. Because from day one, your biggest strength here is this fantastic old village. And that's why I put the most important and the best hotel in the heart of the village to make sure that the village stays balanced. You know, we just integrated everything. Ja, das ist natürlich schon auch die Herausforderung, dass man natürlich Modernität, das Neue mit dem Alten verheiratet. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, dass wir in 10, 20 Jahren von einem neuen Andermatt und einem alten Andermatt reden. Das wäre schade, weil ich glaube, Andermatt ist Andermatt und es wäre wirklich schade, wenn man das trennen würde. Also das kann nicht nur vom Dorf aus kommen, sondern muss halt von allen praktiziert werden, dass das ein Ort wird. For me, the ultimate success is when somebody comes to Andermatt in 50 years and asks, I don't see a project here. Where is the project? This is just the village.